Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Vortrag dieses Workshops. Im Rahmen unseres Studiums haben wir uns damit beschäftigt, mit Hilfe von Machine Learning Methoden fehlerhaftes Verhalten in Photovoltaikanlagen zu identifizieren. Um das Thema einzuleiten, wollen wir uns zuerst den Use Case genauer ansehen. Photovoltaik erfreut sich immer größere Beliebtheit. Die Abbildung rechts zeigt das Stromerzeugnis von PV-Anlagen in Deutschland. Hier ist ein stetiges Wachstum zu erkennen. Im April diesen Jahres waren in Deutschland rund 1,8 Millionen Aufdachanlagen aktiv. Verschiedene Fehler können die Effizienz solcher Anlagen allerdings deutlich beeinträchtigen. Neben regulären Verminderungen der Erträge wie durch Verschattung können Fehler in der Installation und Einstellungen sowie technische Ausfälle eine Verringerung der Produktivität nach sich ziehen. Eine Verringerung des Ertrages ist also nicht zwingend ein Indiz für ein Fehlverhalten. Als nächstes sehen wir uns die vorliegenden Daten genauer an. Als Basis für die nachfolgende Analyse diente die Plattform SolarLog, welche webbasierte Stamm- und Ertragsdaten über eine Schnittstelle zur Verfügung stellt. Hier konnten wir neben den Erträgen in 5-Minuten-Intervallen für einzelne Anlagen und Tage auch Angaben zu Ort, Neigung und Ausrichtung der Anlage erlangen. Die Einschränkung auf Anlagen, die in einem Postzahlenbereich beginnend mit einer 7 liegen und Werte für die Jahre 2019 und 2020 liefern, dienen als Basis für die weitere Analyse. Dabei ist besonders wichtig, dass die Daten nicht durch Labels gekennzeichnet waren. Es ist also nicht bekannt, ob diese eine normal funktionierende Anlage beschreiben oder bereits Indizien für Anomalien enthalten. Nun kurz zu den Grundlagen von Anomalienerkennung. Was ist das? Einfach ausgedrückt geht es darum, Unterschiede, Abweichungen und Ausnahmen von der Norm in Bezug auf einen Datensatz zu erkennen. Um diese Anomalien zu erkennen, arbeiten herkömmliche Methoden mit Standardprofilen. Das bedeutet, dass auf der Grundlage eines Datensatzes ein Profil erstellt wird, in welchem der Abstand und die Dichte der Datenpunkte berechnet werden. Anschließend werden anhand dieses Profils die Abweichungen ermittelt. Die Anomalienerkennungsmethode Isolation Forest arbeitet dagegen etwas anders. Hier wird davon ausgegangen, dass Anomalien selten auftreten und daher relativ leicht vom Rest des Datensatzes zu trennen sind. Daher wird diese Partitionierung für die Identifizierung von Anomalien verwendet. Bevor wir einen Blick auf diesen Algorithmus werfen, sind hier einige Merkmale, warum wir uns für diese Methode entschieden haben. Zum einen arbeitet der Algorithmus mit linearer Laufzeit und benötigt daher nahezu linearen Speicherbedarf. Weiter der geringe Rechenaufwand im Vergleich zu anderen Methoden der Anomalieerkennung. Sowie erkennt der Algorithmus auch dann Anomalien, wenn in den Trainingsdaten keine enthalten sind. Zuletzt benötigt Isolation Forest keine beschrifteten Daten, was in diesem Projekt der Fall war. Der Prozess besteht aus zwei Phasen. Im ersten Schritt werden Baumstrukturen anhand zufälliger Merkmale erstellt. Anschließend in Phase 2 werden diese Baumstrukturen für jeden Datenpunkt traversiert, um diesen näher zu analysieren. Kommen wir nun zu Phase 1. Auf der linken Seite sehen Sie einen Datensatz. Dieser enthält Punkte, die jeweils einen X- und Y-Wert enthalten. Auf der rechten Seite sehen Sie, wie diese Datenmenge anhand einer Baumstruktur isoliert wurde. Im ersten Schritt wählte der Algorithmus das X-Merkmal mit einem Wert von 11 als Isolierungsmerkmal. Dementsprechend konnte hier ein erster Punkt isoliert werden mit den Werten 13 und 11. Alle anderen Punkte der Datenmenge müssen weiter voneinander isoliert werden. Dementsprechend wird im nächsten Schritt ein neues zufälliges Merkmal gewählt, hier als Y, ist gleich 9 gekennzeichnet, um weiter Isolierungen zu vollziehen. Die Auswahl dieser zufälligen Merkmale sind links im Bild ersichtlich, gekennzeichnet durch die gestrichelten Linien. Die Isolierung der Datenpunkte erfolgt so lange, bis alle Datenpunkte voneinander isoliert sind. Nach der Erstellung einer vorgegebenen Anzahl an Bäumen werden diese zu einem Isolation Forest zusammengelegt. Dabei wird für jeden Datenpunkt eine zugehörige Pfadlänge ermittelt. Mit Hilfe dieser mittleren Pfadlänge und in Kombination mit der mittleren Höhe aller Bäume wird dann der Anomaly Score gebildet.
Anhand diesem Wert lassen sich nun Datenpunkte als Anomalien kennzeichnen oder nicht. Nachdem wir nun grob wissen, wie der Algorithmus des Isolation Forests im Hintergrund funktioniert, wollen wir einen kurzen Blick auf unsere Implementierung werfen und wie wir das Verfahren anwenden. Das Diagramm zeigt die verschiedenen Schritte. Mit Stichprobe meinen wir den Datensatz, auf dessen Basis die Anomalien erkannt werden sollen. Bevor diese analysiert wird, muss das Modell erstellt und das Training durchgeführt werden. Die Auswertung, was in Phase 2 geschieht, wird dann ebenfalls auf der Basis dieser Stichprobe durchgeführt. Als Ergebnis erhalten wir den Datensatz, der sowohl die untersuchten Punkte als auch die entsprechende Kategorisierung durch das Modell enthält. Um die Daten auswerten zu können, beziehungsweise um festzustellen, wie gut oder schlecht diese Kategorisierung vorgenommen wurde, könnte man sich nun händisch hinsetzen und die jeweiligen Anlagen in der Web-App von Hand überprüfen. Wie wir vorgegangen sind und welche Maßnahmen wir für die Auswertung getroffen haben, zeigt sich auf den folgenden Folien. Um die Korrektheit der Resultate des Isolation Forests zu validieren, wird ein Ground Truth benötigt. Dazu wurde das manuelle Verfahren nach Lelou implementiert. Die Idee hinter diesem Ansatz? Naheliegende Anlagen sind ähnlichen Wetterkonditionen wie zum Beispiel Sonne, Regen oder Wolken ausgesetzt und könnten somit zu Vergleich herangezogen werden. Dazu wird ein Normalprofil erstellt und abweichende Werte als Anomalie markiert. Dies geschieht in zwei Phasen, die Vorverarbeitung und die Anwendung. In der ersten Phase werden die Nachbarn nach ihrer Vergleichbarkeit gewichtet. Dabei sind nicht nur die Entfernung, sondern auch technische Daten entscheidend. Es wird davon ausgegangen, dass vergleichbare Anlagen auch ähnliche normalisierte Erträge liefern. Aus diesem Grund werden die Erträge der Anlagen zunächst über einen Zeitraum von einem Monat miteinander verglichen. Dafür wird als erstes eine Fokusanlage ausgewählt und die entsprechenden Nachbaranlagen innerhalb von 15 Kilometern ermittelt. Die Ähnlichkeit der Erträge wird durch den Capacity Utilization Ratio, CUR, für jeden einzelnen Tag berechnet. Die mittlere absolute Abweichung, MAD, dient als Maß für die Streuung und zeigt die Schwankung in den CUR-Werten. Dabei zeigt ein kleiner MAD-Wert eine höhere Korrelation zwischen den Erträgen der Plant und dem jeweiligen Nachbarn an. Schließlich dient dieser Wert der Berechnung der normalisierten Gewichtung. Dieser Ablauf muss für jeden Nachbarn jeder Fokusanlage durchlaufen werden. In der zweiten Phase kann die Funktionsfähigkeit einer Plant zu einem bestimmten Zeitpunkt anhand des neu eingeführten Leistungsindikators Performance to Peer, P2P, bewertet werden. Dieser Wert berechnet sich aus dem Verhältnis zwischen dem normalisierten Ertrag dieser Anlage und dem Durchschnittsertrag aller Nachbarn. Dieser Durchschnittsertrag wird anhand des Medians der gewichteten Nachbarträge ermittelt. Somit werden bessere Nachbarn stärker berücksichtigt. Ein P2P-Wert nahe 1 zeigt eine hohe Korrelation an. Ein niedriger P2P-Wert zeigt an, dass die Funktionsanlage weniger produziert als die Nachbaranlagen. Ein höherer P2P-Wert ist ebenfalls möglich und indiziert, dass die Anlage mehr produziert, was ebenfalls als Anomalie klassifiziert wird und eine genauere Inspektion bedarf. In der Evaluation ist ein exemplarisches Resultat der Gegenüberstellung beider Ansätze zu sehen. Dabei ist die jeweilige Anlagen-ID, der betrachtete Tag und Zeitraum, aus der Tabelle zu entnehmen. Zudem sind der P2P-Wert sowie die Klassifizierung und der dazugehörige Anomaly Score des Isolation Forest angeführt. Es ist zu sehen, dass sich beide Ansätze bei den hier angeführten Beispielen einig sind. So, nun haben wir diese beispielhaften Ergebnisse, aber wie können wir sie vergleichen? Glücklicherweise sind diese beiden Anlagen Nachbarn voneinander und daher ein gutes Beispiel, um einen Vergleich durchzuführen. Die obere Anlage befindet sich in Stuttgart und die andere in einem Vorort namens Ostfildern. Hier sehen Sie nun beide Anlagen. Auf der linken Seite die Stuttgarter, auf der rechten die aus Ostfildern. Die grünen Balken zeigen die Energieproduktion pro installierten KWP. Der graue Bereich zeigt den Median der Nachbaranlagen. Bei der Stuttgarter Anlage sieht man deutlich,
dass die Fokusanlage sehr nah an diesen Median seiner Nachbarn herankommt. Dementsprechend ist auch der Anomaly Score, hier orange eingezeichnet, unter 0,5. Auf dem rechten Bild sieht man deutlich, dass die Fokusanlage nicht an den Median der Nachbaranlagen herankommt. Dementsprechend ist hier der Anomaly Score auch wieder orange eingezeichnet, höher, was eine Anomalie kennzeichnet. Anhand dieser exemplarischen Resultate lässt sich zeigen, dass Isolation Forests anwendbar ist und eine Alternative zu herkömmlichen manuellen Verfahren darstellt. Daher sollte dieser Ansatz in nachfolgenden Forschungsarbeiten weiter überprüft werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.